Die Idee kam eigentlich recht spontan, weil im Oktober war die Saison zu Ende und geht dann eigentlich im März, April wieder los. Da war die Überlegung, was kann man so zwischendurch nochmal veranstalten. Und da kamen wir auf die Idee, das Winter Open Race zu machen. Hier fahren wir nicht wie bei den üblichen Rennen, die Lizenzfahrer und die sogenannten Beginners getrennt. Hier haben wir dann gesagt, hier lassen wir alle in den Klassen zusammenfahren, so damit die Anfänger auch ein bisschen reinschnuppern können, ihr Leistungsstand mit der Lizenzklasse vergleichen können und vielleicht dadurch auch noch bewogen werden können, in den Lizenzbereich zu wechseln, dass sie ihren Trainingsstand so sehen können und das einfach so als Spaßrennen außer der Reihe, wer Lust hat. Viele haben zu Weihnachten auch neues Fahrrad bekommen und möchten das natürlich auch gerne mal einsetzen und da ist jetzt Zeit und Gelegenheit. Wir sind jetzt heute ist der dritte Abend, seit drei Abenden dabei, die Bahn vom Schnee zu befreien. Und zwar natürlich bewusst, dass das ein Risiko ist, dieser Termin. Aber wenn es dann nicht anders geht, dann müsste man es absagen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir den Schnee runterkriegen. Und am Samstagmorgen sollen noch ja Plusgrade einsetzen, sodass wir dann vielleicht auf einer bisschen nassen oder weichen Bahn, aber trotzdem die Veranstaltung durchführen können.